Die Bundesregierung feiert weniger als 3 Millionen Arbeitslose. Ja, auch die Linke ist froh über jede und jeden, die einen Arbeitsplatz erhält. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es über 8 Millionen Menschen in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen gibt. Mini- und Midi-Jobs, Menschen, die voll arbeiten und zur Arbeitsagentur gehen müssen und Geld erhalten, sogenannte Aufstocker. Alles das gehört mit zur gesellschaftlichen Wahrheit. Die Linke fordert ganz klar gute Arbeit und gute Löhne. Deshalb begrüßen wir die IG Metall-Forderung nach 8% mehr. Wir brauchen in Deutschland eine Nachfragepolitik, dass Menschen mehr in ihren Portemonnaies haben und mehr kaufen. Das gerade auch angesichts der drohenden Rezession. Es war ein Fehler der Bundesrepublik Deutschland, die Arbeitslosenbeiträge zu senken. Denn wir werden im nächsten Jahr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen brauchen, damit nicht diejenigen die Finanzkrise auszubaden haben, die aber auch gar nichts mit ihr zu tun haben, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten.